Scrum ist die weltweit beliebteste agile Methode. Was das genau ist und wie Scrum aufgebaut ist, genau das erkläre ich dir in diesem Video. Willkommen bei Agile Heroes Education. Hey, mein Name ist Lars und ich bin Scrum Master und Agile Coach bei den Agile Heroes. Wir erklären dir, wie du mit Agilität noch erfolgreicher wirst. Fangen wir also an und stellen uns die grundlegende Frage: Was ist Scrum? Scrum ist eine agile Projektmanagement-Methodik, die auf einem iterativen und inkrementellen Prozess aufgebaut ist. Das bedeutet, dass wir in immer wiederkehrenden Schleifen haben und immer kleine Bestandteile unseres Produktes liefern. Das unterscheidet sich vom klassischen Projektmanagement. Im klassischen Projektmanagement haben wir, häufig auch Wasserfall genannt, immer aufeinanderfolgende Phase und haben ganz am Ende erst unser Produkt. Wir planen auch ganz am Anfang alles ins Detail und schauen, wie das Produkt dementsprechend am Ende aussehen soll und definieren das alles. Genau das machen wir im agilen Projektmanagement nicht. Wenn du noch mal tieferes Verständnis zum Thema klassischen Projektmanagement hast, schau dir unser anderes Video dazu an. Wir konzentrieren uns natürlich auf das agile Projektmanagement und insbesondere auf Scrum. Scrum ist eine agile Projektmanagement-Methodik, mit der man sämtliche Projekte managen kann. Das bedeutet, ihr habt einen agilen Grundgedanken, iteratives, inkrementelles Vorgehen. Das bedeutet auch, dass wir durch das agile Projektmanagement kundennäher sind, nutzernäher sind und eine Herangehensweise an das Projektmanagement haben, die es bis jetzt noch nicht gab. Und zwar gibt es bestimmte Besonderheiten. Innerhalb agiler Projekte und innerhalb von Scrum arbeiten wir hierarchielos. Dazu schauen wir uns gleich die Scrum Rules an und die verschiedenen Verantwortlichkeiten, die wir in Scrum haben. Des Weiteren im agilen Projektmanagement in Scrum ist, dass wir nicht detailliert unser Produkt oder unser Ziel von Anfang an definieren, sondern dass wir in immer wiederkehrenden Schleifen Feedback einholen und auf Veränderungen reagieren. Das bedeutet, ihr könnt euch das mit einer Analogie vorstellen, dass wir wie ein Delfin sind. Das bedeutet, wir springen immer wieder aus dem Wasser und haben die Möglichkeit, dort zu schauen, wo wir sind und dementsprechend auf dem richtigen Weg. Weil wir wollen ja nicht, sage ich mal, das Ziel verfolgen, was wir uns vielleicht komplett am Anfang gesetzt haben und was vom Kunden gesetzt ist, sondern wir wollen dorthin kommen, was der Kunde am Ende erwartet. Denn in agilen Projekten haben wir häufig eine Unsicherheit. Und diese Unsicherheit wird durch den Kunden abgebildet, dass er vielleicht nicht perfekt weiß, was er will. Und durch eine agile Herangehensweise haben wir die Möglichkeit, näher am Kunden dran zu sein. Wie ist Scrum jetzt aufgebaut? Scrum besteht aus drei Elementen und die zusammengefasst in den Scrum Rules. Die Accountabilities, die Artifacts und die Events. Es gibt drei Accountabilities, früher auch Roles genannt, also Rollen. Der Scrum Master, Product Owner und die Developers. Der Scrum Master ist zuständig für die Scrum-Regeln, dass das agile Denkweisen gelebt werden, dass Scrum in den Regeln durchgeführt werden und er coacht und schult die Leute innerhalb von Scrum und dementsprechend, wie Scrum im Projekt durchgeführt wird. Das heißt, er hält das Projekt am Laufen. Der Product Owner ist für das Produkt verantwortlich. Er stimmt sich mit Stakeholdern ab und definiert dementsprechend die Anforderungen, die dann im späteren Verlauf von den Developers, das ist die dritte Accountability, umgesetzt werden und auch entschieden wird von den Developers, was dann auch dementsprechend umgesetzt wird. Denn eine Besonderheit, das gesamte Scrum-Team ist hierarchielos. Das heißt, es gibt keine Delegationsbefugnisse wie im klassischen Projektmanagement. Bedeutet, der Product Owner delegiert nicht den Developers, was sie zu machen haben und wann sie es zu machen haben. Das passiert eigenständig und selbst organisiert im gesamten Scrum-Team. Im Prozess können wir uns das Ganze dann nochmal genauer anschauen. Dann haben wir drei Artefakte. Das Product Backlog. Das Product Backlog ist eine Anforderungsliste, in der alles drin steht, was wir über das Produkt wissen müssen. Alle Anforderungen, Features, Funktionen, also alles, was das Produkt betrifft. Dafür verantwortlich ist der Product Owner. Die Definition dieser Anforderungen, sogenannte Backlog-Items genannt Scrum, hat der Product Owner inne, kann aber von anderen Stellen natürlich unterstützt werden, sowohl von Developers oder auch von externen Stellen, die Input oder wichtigen Input für das Projekt geben. Dann haben wir das Sprint Backlog. Das Sprint Backlog ist eine kleine Teilmenge des Product Backlogs, in der es darum geht, dass
die Entwickler einen Plan für eine sogenannte Phase haben, in Scrum Sprint genannt. Dort sind alle Backlog-Items, alle Anforderungen drin, die in einer gewissen Phase, Sprint, abgearbeitet werden sollten. Dann haben wir das Inkrement, inkrementelles Vorgehen, heißt, es gibt einen kleinen Bestandteil des Produktes, der potenziell auslieferbar ist. Und das nach jeder Phase, nach jedem sogenannten Sprint, soll ein kleiner Bestandteil des Produktes auslieferbar sein. Im klassischen Projektmanagement würden wir Komponente für Komponente bauen und am Ende alles zusammen machen und es wäre auslieferungsfähig. In Scrum geht es darum, dass wir die Möglichkeit haben, nach jedem Sprint einen auslieferungsfähigen Teil des Produktes zu haben, wie wenn wir eine Website haben, zum Beispiel unsere Startseite, wo wir Feedback einsammeln können, um diese dann konkret innerhalb der nächsten Sprints oder der nächsten unseres Prozesses dieses Feedback mit einarbeiten können, um unser Produkt und unsere Vision zu verbessern. Auf der anderen Seite haben wir die Events. Die Events sind einfach wiederkehrende Meetings, wenn man es klassisch übersetzen will, die bestimmte Charakteristika haben und dadurch in Scrum zu Events werden. Es gibt 5 an der Zahl. Der Sprint, das ist die Phase, in der wir uns in Scrum bewegen. Diese ist maximal 4 Wochen lang. Das bedeutet auch hier, dass wir relativ kurze Phasen haben, um dementsprechend schneller Feedback zu bekommen. Man kann auch entscheiden, dass man 2-wöchige Sprints macht, 3-wöchige Sprints, das obliegt natürlich dem Scrum-Team. Dann haben wir das Sprint Planning. Im Sprint Planning planen wir den Sprint, das heißt die nächsten 2-4 Wochen, je nachdem, wie für was wir uns entschieden haben. Dann gibt es das Daily Scrum, das ist die tägliche Abstimmung der Developers. Heißt einfach Kommunikation fördern und gucken, wo befinden wir uns aktuell im Progress. Dann geht es darum, dass wir am Ende des Sprints ein sogenanntes Sprint Review haben. Dort geht es darum, dass wir das Inkrement, was wir geliefert haben, anschauen und auch dort aktiv von den Stakeholdern Feedback bekommen können. Denn hier sind sowohl Scrum Team anwesend als auch die Stakeholder. Das letzte Event im Sprint ist dann die Sprint-Retrospektive. In der Sprint-Retrospektive geht es darum, auf den Sprint zurückzublicken. Ihr kennt es vielleicht, also die klassische Lessons Learned, und zu schauen, was ist gut gelaufen, was nicht so gut gelaufen und was können wir verbessern innerhalb unserer Prozesse. Dort ist natürlich nur das Scrum-Team anwesend, weil auch nur sie auch im Prozess mit involviert sind. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Ihr erinnert euch, iterativer Prozess, immer wieder in den gleichen Schleifen. Und somit nähern wir uns immer mehr unserem Produktziel. Was kannst du jetzt konkret als Freelancer in diesem Prozess machen? Du kommst genau dann ins Spiel, wenn es meistens um die Rolle des Scrum Masters geht. Denn Scrum Master muss eine unabhängige Person sein, die von außen auf die Prozesse guckt und den Leuten dabei hilft, Agilität und Scrum zu leben. Die Leute coacht. Und dabei hilft, ihre Prozesse, ihre Abstimmung und Agilität besser durchzuführen. Und dort ist es super hilfreich, wenn eine externe Person, die vielleicht auch nicht aus dem eigenen Unternehmen ist, angestellt ist, weil manchmal fühlt man sich ein bisschen befangen, wenn man innerhalb des Unternehmens, vielleicht hat man Vorgesetzte, vor denen man sich nicht traut aufzustehen. Also man muss schon eine Person sein, die auch ein Macher ist und die auch mal die Fehler aufzeigt und den Leuten dabei hilft, sich zu verbessern. Und da kommst du ins Spiel. Und du kannst deine Expertise einbringen. Und es sind unfassbar viele Projekte als externer Scrum Master ausgeschrieben. Was du dafür brauchst, ist natürlich in einer gewissen Weise immer eine Zertifizierung. Das ist so ein bisschen die Eintrittstür, die man als Freelancer oder generell als externer Scrum Master braucht. Also schau dir auch hier natürlich dazu unsere Videos, unsere Informationen auf unserer Homepage an. Aber generell ist das die Stelle, wo du einsteigen kannst. Fassen wir das Ganze also einmal zusammen. Scrum ist eine iterative und inkrementelle agile Projektmanagement-Methode. Das heißt, wir arbeiten immer wieder in den gleichen Schleifen und liefern immer wieder kleine Bestandteile des Produktes ab. Es gibt nicht die detaillierte Vorplanung, wie es im klassischen Projektmanagement gibt, sondern wir nähern uns immer näher den Kundenanforderungen und den Kundenwünschen und den Bedürfnissen an. Und Scrum ist aufgebaut auf den Scrum Rules. Das ist die Interaktion aus den Accountabilities, den Events und den Artifacts. Und du als Freelancer kommst genau dann ins Spiel, wenn es um die Accountability Scrum Master geht und den Leuten dabei hilft, Scrum zu verstehen und agile Denkweisen zu leben. Also, be agile, be successful.